bezaubernd. Bezaubernd? Was findest du denn so bezaubernd, Pippi? Na, mich? Ach so, ich hab gedacht, du meinst das Kunsthaus. Ja, das Kunsthaus ist auch bezaubernd. Aber nur fast so bezaubernd wie die Villa Kunterbunt. Hä, wieso denn nur fast? Pippi, hier gibt's ganz viel zu sehen. Viele tolle Ausstellungen, ein Café. Ja, das weiß ich doch. Aber es gibt keine Veranda. Und ohne Veranda gibt's kein Pferd. Und ohne Pferd ist es halt einfach nicht so bezaubernd. Komm, wir müssen weiter. Wieso gehst du rückwärts? Warum ich rückwärts gehe? Ja? Leben wir denn nicht in einem freien Land? Darf ich nicht so gehen, wie ich möchte? Ja, sicher doch. Aber es dauert halt viel länger, bis man ankommt. Hauptsache, man kommt an. Ich bin doch keine Uhr. Hä? Uhr? Ihr seid so groß, kleingerettete Kinder, und wisst nicht, was es mit der Uhr auf sich hat? Also, die Uhr ist ein rundes Ding. Geht und geht und geht, aber kommt niemals an. Ich würde gern weiter mit dem Rätsel lösen, aber wir müssen langsam wirklich weiter. Ach, dass sie auch immer so trödeln ist. Komm schon. Hä? Annika, Tommy! Ich will Straßenbahn fahren. Na, dann brauchen wir Fahrscheine. Haben wir genügend Geld? Ach, die Goldstücke reichen doch bestimmt. Du, entschuldige. Was kosten denn 3 Fahrkarten? Das kommt ganz drauf an. Wenn ihr unter 14 seid, könnt ihr auch Kinderkarte kaufen. Dann brauche ich eine Nicht-Kinderkarte. Ich werde heuer nämlich 75. 75? Geh, so schaust du doch aus. Ja, aber es stimmt. Die Zeit vergeht und man fängt an alt zu werden. Bald hat man die besten Tage hinter sich. Na geh. Wie heißt du eigentlich? Pippi Lotta, Victualia, Rolgardina, Pfefferminz, Eva ist auch der Langstrumpf. So viele Namen für ein Mädchen? Du kannst mich auch einfach Pippi nennen. Ja, aber wir müssen langsam weiter. Tschüss, danke. Tschüss, Pippi. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Oh, Schatz, da ist das Next Liberty. Das Next Liberty? Ja. Warum wolltest du denn genau hier hin, Pippi? Ja, aber das ist doch ein guter Platz, um neue Freunde kennenzulernen. Oder um Einbrecher zu erschrecken. Oder die Frau Brasilien zu ärgern. Oder um gegen den stärksten Mann der Welt zu kämpfen. Oder um einfach da zu sitzen und zuzuschauen. Also komm, ran mit uns! Und ihr? Na, ihr müsst auch mitkommen. Mit Nichtkindern und Kindern, mit kleinen oder großen Eltern, mit Freunden. Wie es euch gefällt.